Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Dieser Mann, Branislav, aus dem Hause Rostocki, bereitet den Krutheus und insbesondere unserem Großkönig Antoni so einige Kopfschmerzen. Und zwar nicht wegen seines Aussehens, er ist übrigens erst irgendwie 37 Jahre alt, sondern aufgrund der Tatsache, dass er sich erneut das Königreich Schweden erobert hat. Und das, wie ihr wisst, widerspricht der göttlichen Ordnung, die vorsieht, dass nur Krutheus Könige in unserem Großreich sein dürfen. Das ist auch der Grund, warum Antoni, obwohl er eigentlich zufrieden ist, was allgemein bedeutet, dass man sich nicht um solche Dinge eigentlich so groß schert, warum er hier aktiv geworden ist und auch jetzt wieder aktiv werden wird. Wir kommen gleich dazu, was wir hier tun können. Vorweg noch zwei andere Geschichten. Als erstes, es gibt hier eine ganz interessante Entwicklung im Heiligen Römischen Reich. Das Samische Reich hat sich dort irgendwie noch als Exklave oder Enklave gebildet. Hauptstadt ist dennoch hier oben. Der Grund dafür ist, dass dieser Mann hier, der Sohn ist von ihr. Sie war die samische Königin und hat in erster Ehe einen Herzog aus Westfranken geheiratet. Und das ist hier genau das Herzogtum Westfranken. Das ist halt dann jetzt die Erbschaft gewesen. Allerdings wundert mich etwas, dass das Gebiet jetzt quasi ausgekoppelt wurde aus dem Heiligen Römischen Reich, weil eigentlich, ja, er ist König geworden, aber eigentlich steht ein König ja noch unter einem Kaiser und bisher dachte ich immer, in diesem Falle würde das Teil des Kaiserreiches bleiben. Bin mir nicht ganz sicher, was da passiert sein kann. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es vorher Teil des Heiligen Römischen Reiches war, das Herzogtum Westfranken. Also wenn ihr das erklären könnt, dann schreibt es gerne. Solche Details interessieren mich sehr. Kann sein, dass das ein Königreich immer eigenständig wird, dann in solchen Fällen? Ich weiß es nicht. Okay, das nur aber nebenbei. Wir haben noch eine andere Sache, um die wir uns kümmern müssen, nämlich unsere jüngste Tochter, Prinzessin Wojslava, ist 6 Jahre alt geworden. Und da werden wir mal schauen, was so ihre wichtigsten Charakterinteressen sind. Das würfle ich ja immer. Und halt, ich hätte vielleicht, bevor ich würfle, mal schauen sollen, wie ich würfle. Weil es immer wieder Nachfragen gibt zum System. Ich lasse ja das aus, wo sie nicht talentiert ist und fange hier an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wenn eben das zum Beispiel rot ist, dann fange ich eben hier an. Also, ich würfle nochmal und ich würfle eine 1. Und das bedeutet, das ist gewissermaßen ihr Charakterinteresse von Kind an. Und jetzt müssen wir aber gucken, wohin wir sie geben, in welche Vormundschaft. Und ich will diese Vormundschaft gar nicht so sehr, wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe, so stark auf dieses Charakterinteresse orientieren, sondern eher politisch motivieren oder anderweitig. Und ich finde, in diesem Falle passt es am besten, wenn die Kaiserin selbst sich darum kümmert. Bei einer Tochter finde ich das immer ganz passend. Also Mündel anbieten, Wojslava. Und sie soll es bitte selbst machen und das wird funktionieren. Okay, jetzt aber zum eigentlichen Thema, nämlich, was können wir tun, um König Branislav hier wegzubekommen? Stopp, es geht gar nichts ums Wegzubekommen dieses einen Mannes, sondern es geht darum, die Ordnung wiederherzustellen. Das heißt, ein Krutheu soll König sein. Es geht also nicht darum, ihn wegzukriegen. So, was können wir da eigentlich theoretisch machen? Es gibt meines Erachtens nur zwei Wege. Der erste Weg ist das, was wir das letzte Mal gemacht haben. Wir gucken nochmal in die Titelgeschichte rein. Da hat er das geerbt. Er hat sich das nach 10 Jahren durch eine Fraktionsforderung geholt. Dann, 5 Jahre später, haben wir das mit unterstützt, dass Prinz Niklot wieder König wird. Und jetzt, weitere 5 Jahre später, ist es Branislav wieder geworden. Ich glaube, es gibt auch einen Cooldown, möglicherweise 4-5 Jahre oder vielleicht auch weniger, dass man nach Installation eines Königs sich sofort wieder so eine Fraktion bauen kann. Bin mir nicht ganz sicher. Deswegen dauert es immer ein paar Jahre. So, also das ist der eine Weg. Wir warten wieder auf die nächste Fraktion. Aber da Antoni sieht, das hat beim letzten Mal nicht so gut funktioniert, das Ergebnis sehen wir jetzt, glaube ich, würde er diesmal einen anderen Weg einschreiten. Und da gibt es eigentlich nur noch einen weiteren. Meines Erachtens, um unser Ziel zu erreichen, ein Krutheu wieder zu installieren, gibt es nur noch einen weiteren Weg. Mit Mord und sowas geht das natürlich nicht, wegen Erbschaftsgeschichten. Und das wäre einfach hier den Titel abzuerkennen, das Königreich Schweden komplett zu übernehmen. Das bedeutet natürlich einerseits Tyrannei, okay, und zum Zweiten bedeutet das einen relativ heftigen Bürgerkrieg. Beteiligt neben dem schwedischen König wären im Moment Graf Matschai, was ich erstaunlich finde, weil er hat eine Meinung von 100 und außerdem noch Angst.
Dann Herzog Piotr, Meinung von 56 und es ist sogar ein Krutoi. Und Gräfin Ilona hier oben. Naja, gut. Zusammen würden die noch 3000 Mann mehr in diesen Krieg bringen. Also ein großer Bürgerkrieg. Aber ich denke, den werden wir in Kauf nehmen. Aber. Antoni ist maßvoll. Okay, er hat dieses Maßvollsein schon gezeigt, dass er beim ersten Mal anders agiert hat. Jetzt wird er ein bisschen härter durchgreifen. Aber er wird nicht sofort losschlagen, denn er ist auch im Herzen ein Vernunftsmensch, ein Beamter. Er ist gefühllos, alles muss seine Ordnung haben. Und aus diesem Grund wird er erstmal eine Untersuchung anberaumen. Und das simuliere ich jetzt mal folgendermaßen, indem ich einfach hier ein Geheimnis auf Spüren Auftrag auslöse und das dort an den schwedischen Hof schicke. Und das werden wir zweimal durchlaufen lassen. Vielleicht ergibt sich ja was, was diesen Krieg legitimiert und wir keine Tyrannei bekommen. Aber auch wenn das nicht der Fall ist, ist egal. Es gab eine Untersuchung, es gibt einen Aktenvorgang und dann kann es auch so losgehen. Aber ich denke, so ein bisschen formalistisch agiert er dort. Okay, mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht tun, denke ich. Wir werden das weiterlaufen lassen und dann mal schauen, was sich daraus ergibt. So, unsere Frau ist natürlich schwer begeistert, dass sie das machen kann für unsere Tochter. Und mehr gibt es jetzt erstmal nicht zu tun. Wir sehen, in der Nachbarschaft wird Königin Varvara aus Novgorod angegriffen. Also die Königin von Novgorod, von einem Großfürstentum innerhalb. Ja, Novgorod scheint so ein bisschen zu zerfallen. Tadelloser Haushalt, 150 Prestige. Mündel profitiert direkt Jarmila. Okay, das ist aber die ältere Tochter. Naja, unsere Frau ist ja auch wirklich talentiert. Okay, was haben wir hier? Königreich in Norwegen. Greift König Roger von England an. Norwegische Eroberung von Earltum von Elfin. Okay, welches ist das? Ah, das wollen die sich in die Norweger holen. Alles klar. Mit denen sind wir, ja, sind wir noch verbündet? Ja, wir sind noch verbündet. Na, schauen wir mal. Und, das ist nochmal der gleiche Eintrag, bloß andersrum. Interessante Entwicklung und, okay. Wir werden jetzt aufgefordert, hier in diesen Krieg einzutreten. Und ich denke, ja, dies ist durchaus ein anderer Fall als der letzte Krieg. Wir werden auf jeden Fall annehmen, das ist klar. Und wir werden auch, ich kann mir vorstellen, solange wir nicht in unserem Krieg verwickelt sind, werden wir auch Truppen schicken. Und jetzt müssen wir gucken, oder wir gucken erstmal, wie die Gemengelage im Moment ist. Na, die Engländer haben ja einiges. 7000 Mann, okay. Okay, das ist hart. Also man muss sagen, der Norweger führt diese Kriege und kalkuliert ganz bewusst mit unseren Truppen. Finde ich ein bisschen frech, aber gut, so ist das. Das Bündnis hätte vielleicht besser überlegt werden sollen. Wir werden Folgendes tun, wir werden Truppen ausheben, aber die nur hier in diesen, ja, in Skandinavien lassen. Wir werden nicht nach England segeln. Wir werden das Kriegsziel erobern und alles andere soll er machen. Wobei, das könnte natürlich die ganze Sache extrem in die Länge ziehen. Aber was soll man tun? Also lasst uns hier erstmal den Sammelpunkt definieren und dann mal gucken, was wir jetzt hier ausheben werden. Und wie wir das austeilen werden. Ich warte auf jeden Fall bis zur Aushebung unserer Elite-Truppen. Ja, jetzt gibt es noch Leute, die damit eintreten in diesen Krieg. So, jetzt haben wir sie. Das sind schon 10.000 Mann. Eine Fraktion hat sich aufgelöst. Das ist aber nur die Branislav-Fraktion, wenn ich das richtig sehe. Tja, stoppen wir das erstmal ab. Teilen wir das Ganze auf. Könnten wir eigentlich machen, ja. Wir teilen das mal auf. Wenn wir teilen das direkt in zwei Hälften, dann sind die Nein, ernsthaft? Die Belagerungsgeräte werden nicht aufgeteilt. Oh, das ist ja unschön. Pass auf, dann müssen wir das mal per Hand machen. Ich will das jetzt so haben, dass in beiden. Na gut. Wir werden eins dann nur aus Aufgeboten bestreiten. Auch nervig, dass er da einmal wegspringt. Aber zumindest so, dass beide ganz gut belagern können, damit es schneller geht. Okay, das ist die eine Armee. Was nehmen wir hier als Befehlshaber? Haben wir einen Belagerer? Ja, die kommen hier unten hin und hier helfen wir mal
mit euch, wobei der auch kein Belagerer ist. Haben wir einen zweiten Belagerer? Wäre eine feine Sache. Haben wir. Gut, dann ziehen wir hier hin. Das ist ja eigentlich das Kriegsziel. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob die Engländer kommen werden. Und wir müssen mal ganz kurz gucken, wie weit sind wir hier. Okay, ich will das zweimal durchlaufen lassen. Das ist die Zeit, die ich mir gegeben habe. Kleinkönig von Jämtland wird angegriffen. Norrland. Okay, das sind diese. Oder ist das möglicherweise... Ah, schaut mal, das könnte sogar eine Expansion für uns werden. Mhm, okay. Halt, warte mal. Hier ist eine Fraktion geschaffen worden. Ich habe das falsch gesehen. Ich dachte, die ist aufgelöst werden worden. Oha. Alles klar. Will das Kaiserreich von Krotonia. Er geht also richtig zur Sache, unser Feind. Aber trotzdem, die Untersuchung muss sein. So, er hat ja doch relativ viele Leute zusammenbekommen. 4.900, das ist ja in Ordnung. Was ist denn das? Okay, okay, alles klar. Er ist gestorben. Oh mein Gott, das verkompliziert die Sache natürlich jetzt noch ein bisschen. Aufgabe ist dementsprechend abgebrochen worden. Das heißt, der Erbfall ist eingetreten und sein Sohn ist König geworden, Bohdan. Wie würde es denn jetzt aussehen, wenn wir dasselbe jetzt hier tun, das Titel aberkennen? Ach, schaut euch das mal an. Das ist ja entzückend. Weil er uns unfassbar schätzt als König, würde er dem zustimmen. Tja, Leute. Ich würde mal sagen, auf elegante Art und Weise gelöst das Problem. Sehr interessanter Typ. Warum? Das ist ja enorm. Okay. Aha. Der ist auch zufrieden. Alles klar. Das spielt natürlich auch eine gewichtige Rolle bei dieser Sache. Und natürlich die anderen Geschichten. Ah ja, ebenfalls zufrieden ist gleich nochmal doppelt. C doppelt. Oha. Ja, gut. Dann sind wir jetzt zwar in diesem blöden Krieg verwickelt, aber ich denke, es gibt keinen Grund, das nicht sofort durchzuziehen. Und diese Anfrage zu stellen. Okay. So. Und damit ist es geschehen. Wobei, ich finde, dieser Typ, der ist so einsichtig gewesen, dass wir vielleicht erwägen sollten, ihn zumindest zum Grafen oder vielleicht gar zum Herzog irgendwo in Schweden zu machen. Denn wir haben jetzt Domänen, die wir abgeben müssen. Wir müssen jetzt einiges überlegen und umorganisieren. Den werde ich mir mal auf jeden Fall mal anpinnen. Der soll durchaus für seine friedliche Lösung dieses Konfliktes belohnt werden. Faszinierend. Wirklich faszinierend. So. Ja. Was geht denn hier los? Herzog Stislov. Wer ist er dann? Der Törichte. Jemand aus der Dynastie Wimmerby. Alles klar. Gut, Leute, jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Jetzt ist aber die Grundsatzfrage, die wir klären müssen. Was machen wir denn jetzt eigentlich mit diesem schwedischen Königs, mit der schwedischen Königskrone? Und ich könnte mir Folgendes vorstellen. Antoni hat jetzt einmal interveniert, beziehungsweise er hat interveniert und hat gesehen, dass der andere Kutoi-Zweig offensichtlich nicht in der Lage ist, dieses Königreich gut zu regieren und zu verwalten. Denn es ist ja nicht einmal passiert, sondern es ist zweimal passiert, dass sie das Reich im Rahmen einer Fraktionsforderung verloren haben. Aus diesem Grunde würde ich tatsächlich in die Richtung gehen wollen, dass Antoni dies in seinen Händen behält und weitervererbt. In seiner direkten Linie als Konsequenz daraus. Es kann sein natürlich, dass unsere Frau jetzt einen Sohn bekommt und dann wäre das sogar eine erneut eine elegante Lösung, dann würde das wieder aufgeteilt werden. Der eine Sohn erhält Mecklenburg, der andere Sohn dann Schweden. Das wäre auch vorstellbar, vielleicht auch durchaus in seinem Sinne. Aber wenn es bei einem Sohn bleibt, dann ist das eben auch so. Das bedeutet aber, wir müssen uns jetzt mal unsere Titel angucken. Ich gucke mal, haben wir kleine Titel? Ja, das haben wir. Da sind sogar drei dabei. Damit können wir schon erstmal einiges klären. Das werden wir direkt mal dem niederen Adel geben. Und dann gucken wir mal, was da überbleibt. Also ein Schrein wird verliehen. Was haben wir noch?
Eine Baronie. Achso, das ist ein Neunmark, das ist trotzdem okay. Wird einem niederen Adligen verliehen. So, jetzt sind wir bei drei Titel über dem Limit, wenn ich das richtig sehe. Okay. Und jetzt müssen wir uns erstmal angucken, um welche schwedischen Titel dreht es sich. Und haben wir dort auch Herzogtümer? Ja, wir haben zwei Herzogtümer. Uppland und Bergslagen. Die Zahl der Herzogtümer ist ja auch begrenzt, oder? Wie war das noch? Ja, natürlich. Wir gucken mal ganz kurz einfach hier rein. Genau, zu viele Herzogtümer. Wir müssen also jetzt einiges abgeben. Einiges. Puh. Okay. Also, wo liegen jetzt unsere Besitzungen? Das können wir auch hier vielleicht ein bisschen schneller sehen. Aha. Das sind alle unsere Besitzungen hier im Zentrum. Und das Herzogtum Uppland ist dieses hier. Das Herzogtum Bergslagen ist dieses hier. Okay. Ja. Außerdem besitzen wir große Teile des Herzogtums Großpolen. Und da ist natürlich jetzt die große Frage, was gibt man wem ab? Gar nicht so einfach zu klären. Wisst ihr was? Ich mache mal einen kleinen Schnitt, weil ich darüber nachsinnieren möchte. Okay, ich bin zu folgendem Ergebnis gekommen. Wir müssen jetzt zwei Herzogtumstitel abgeben und drei Grafschaften. Das ist jetzt die Aufgabe. Und wir machen das folgendermaßen. Als erstes haben wir dieses Herzogtum, wo wir nur eine Grafschaft drin haben, nämlich Uppland. Und ich würde sagen, wir geben als kleine Entschädigung für die Linie, die jetzt nicht mehr die Königskrone in der Hand hat, das hier an den ehemaligen schwedischen König Prinz Niklot. Wir könnten es auch an, ich glaube, seinen Bruder geben, Prinz Petrus. Ist, glaube ich, na, ist nicht die gleiche Linie. Nee, okay, wäre ein anderer Krutoi, aber der wiederum ist als Mörder und Sippenmörder bekannt. Das machen wir nicht, das heißt, der ehemalige König bekommt das. Also, das ist die erste Aktion. Titel vergeben, Herzogtum Uppland, Grafschaft Uppland. So, das wäre Nummer 1. Dann sind wir schon mal eine Grafschaft los. Das zweite ist, was ich mir überlegt habe, dass wir... Ja, also jetzt die Frage, behalten wir jetzt Großpolen oder behalten wir das schwedische Herzogtum? Und ich würde sagen, wir müssen jetzt ein bisschen dafür sorgen, für Ordnung in Schweden auch sorgen. Und das bedeutet, wir brauchen selber auch einen Fuß in Schweden, ein bisschen formale Macht. Aus dem Grund würde ich tatsächlich neben natürlich dem Stammherzogtum Mecklenburg jetzt das schwedische Bergslagen behalten und das polnische Großpolen schon mal an unseren Erben abgeben. Da spricht eigentlich nichts dagegen, das einfach ihn formal schon mal zum Herzog von Großpolen zu machen. Und ich würde ihm da tatsächlich auch aus repräsentativen Gründen gleich die Hauptstadt auch mitgeben, nämlich Posen. Okay, machen wir das. Also, Prinz Jaromir wird also das jetzt bekommen. Die Grafschaft von Posen und das Herzogtum von Großpolen. Das ist das nächste. Dann bleibt noch eine Grafschaft. Und da habe ich gesagt, dass ich gerne dem Mann, der jetzt hier so friedlich eingewilligt hat, dass ich den ein bisschen würdigen will. Und aus dem Grund bekommt er hier oben diese Grafschaft Övre Dalarna. Also auch hier... Halt, wartet mal. Das kann ich gar nicht machen, weil der nicht an unseren Hof kommt. Ernsthaft? Oh, das ist natürlich schade. Ah, ich würde das schon gerne kompensieren. Wir machen mal Folgendes. Wir werden ihm einfach dazu noch ein kleines Stipendium geben. So, dann müsste er eigentlich an unseren Hof kommen. Oh, nein, ernsthaft? Immer noch nicht? Okay, dann haben wir natürlich jetzt ein kleines Problemchen, was diese Sache betrifft. Wir gucken mal, gibt es keine Möglichkeit, den herzulocken? Ist ja ein Ding. Das ist einfach nur die Grundzurückhaltung, die wir nicht kompensieren können. Gibt es da noch irgendeinen Trick? Weiter beeinflussen? Ne, gibt es keinen Trick. Okay, dann ist er frustriert. Stellen wir uns vor, er ist einfach noch sauer aufgrund dieser ganzen Aktion und will irgendwo anders ein neues Leben anfangen, will nichts mehr von uns wissen. Dann machen wir Folgendes. Dann werden wir
dann werden wir einfach eine weitere Grafschaft schon an unseren Sohn noch geben hier aus Großpolen. Das ist ja kein Problem. Was haben wir denn da noch? Wartet mal, was gehört uns in der Ecke noch? Können wir uns das. Ja, hier, das hier zum Beispiel. Lebus, genau. Okay, machen wir das so. Da unten. Dann sind wir das erstmal losgeworden. Und wir müssen hier nochmal was neu ordnen. Denn, der verdammte Ratsmarschall, der sich hier immer eingemischt hat, der scheint irgendwie Teil vermutlich aus Großpolen zu kommen. Deswegen ist er nicht mehr unser direkter Vasall. Und so haben wir das Problem jetzt auch gelöst. Das ist doch nicht schlecht. Und hier haben wir, was haben wir denn für Kandidaten? Schauen wir uns das mal an. Herzog Piotr, der ist natürlich der talentierteste Mann. Der wäre jetzt auf der Gegenseite mit dabei gewesen. Wir könnten aber natürlich auch Miroslav mit reinnehmen. Der ist sogar einer der Mächtigen. Er liebt uns, aber schätzt uns sehr. Auch der ehemalige König. Tja, es sind beides Krutois. Ich würde sagen, dann nehmen wir hier einfach den Besseren. Gesellig, mitfühlend, maßvoll. Das passt auch besser zu uns als der andere. Also wird er der Marschall. Und damit haben wir endlich mal einen richtig guten hier auf diesem Posten. Okay, was für eine Entwicklung. Fraktion wurde dennoch gegen uns geschaffen. Ja. Okay, mal schauen, wie stark die sein, überhaupt wie stark die Fraktionen jetzt sein werden. Sieht im Moment nicht gefährlich aus, wie es aussieht. Mensch, und da haben wir ihn gerade zum Marschall gemacht und er ist immer noch Teil der Fraktion, aber vielleicht steigt er demnächst aus. So, wir sind dabei, hier zu belagern. Werden hier sogar noch unterstützt, das ist natürlich ein bisschen ätzend, mit 10.000 dort zu stehen. Und Champions und Wohltätigkeitsspende. Letzteres werden wir mal wieder tun. Einfach aus Prinzip. Denn ihr wisst, wir sind großzügig und hauen einfach mal sowas raus. Okay, Novgorod wird erneut angegriffen. Jetzt wird Novgorod komplett zerstückelt. Irgendwelche Druckmittel sind ausgelaufen. Das interessiert uns eher wenig. Wie sieht es denn aus? Champions einladen. Ich glaube, Champions einzuladen ist immer gut. Wir haben aktiv 14. Wow. Warte mal, bis wann sind die denn hier Champions? Bis... Oha, bis 13, bis hier. Okay, ich würde sagen, dann sollten wir das weitermachen. Da finden wir sicher noch ein paar bessere. Wir entsenden den Herold. Und warten die Belagerung ab. Und da kommt tatsächlich mit 10.000 Mann die englische Armee. Aber ich denke, wir werden erstmal die Belagerung zu Ende bringen. Bevor wir da möglicherweise in die Offensive gehen. Die Frage ist, ob unsere Verbündeten hier an unserer Seite sind. Der erste Champion ist eingetroffen. Ein adamitischer Franzose. Wir rekrutieren ihn dennoch erstmal in den Hof. So, was habe ich da eigentlich eben überlesen? Erstmal gibt es einen Ablass, das ist gut. Und, ein Lebenswandel. Vorzug ist weiter verfügbar. Ja, dann gehen wir jetzt hier weiter, machen den Steuereintreiber. Was die Aufgabe, die Ratsaufgabe effizienter macht. Wir verdienen dadurch mehr Geld. Okay, das Kriegsziel ist erreicht. Und nun bewegt er sich aufs Wasser um. Wohin's? Okay. Der will das jetzt belagern. Ja, das ist ein Stück weit nachvollziehbar. Ich würde sagen, wir bleiben einfach mal stehen und ziehen das noch zu Ende durch. Vielleicht schlagen wir die Schlacht vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Das ist natürlich die Hauptstadt. Das tut weh. Okay, es gibt einen Bauernaufstand gegen Pomerellen. Wir haben Gefangene gemacht in der Belagerung. So, wir sind auf jeden Fall unten zuerst fertig. Oh, er kriegt auch nochmal 3000 Verstärkung. Aber natürlich muss der Winter bedacht werden. Wie viele Truppen sind denn das jetzt hier? 9700. Da wird er Probleme bekommen. Okay, wir haben die zweite besetzt. Und jetzt müssten wir eigentlich mal hier ein bisschen hinziehen. Ne? 77. Was ist denn hier? Wir haben keinen Befehlshaber. Wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil hier alles neu strukturiert wurde. Jetzt sollten wir natürlich jemanden wählen, der hervorragend kämpfen kann. Ja, ich meinte, Logistiker ist vielleicht nicht so schlecht. Vielleicht ändern wir das nochmal, aber wir lassen es erstmal so.
Auch hier, das hat unnötig lange gedauert, dadurch, dass hier die ganzen Befehlshaber nicht mehr zur Verfügung standen. Ja, wir marschieren erstmal hier in die Nähe und gucken mal, ob wir noch rechtzeitig jetzt in diese Schlacht einsteigen können. Vielleicht haben sie ja direkt Angst vor uns, wenn wir anmarschiert kommen. Ja, sieht aber nicht so aus. Sieht aus, als ob die Hauptstadt unseres Verbündeten jetzt fallen wird. Aber vielleicht können wir direkt mal hier mit den 6000 zumindest schon mal die 3000 hier schlagen. Wäre, glaube ich, was. Ja, ich denke, wir marschieren mal drauf zu und bringen die mit rein. Und im Zweifel müssen wir dann halt zurückerobern. Nein, sie kommen. Oh ja, das ist gut. Das ist hervorragend. Die Belagerung wurde abgebrochen. Jetzt kommt es allerdings schon zur Schlacht. Also an sich ein gutes Ergebnis. Aber es kann sein, dass wir mit unseren Truppen jetzt ein bisschen zu spät kommen. Eieieiei. Und wo sind unsere Verbündeten? Wo sind die hingesegelt? Da sind sie. Und gehen... Was machen die denn? Die gehen jetzt schon... Die gehen immer noch auf die Schiffe. Ich dachte, die wären schon längst losgesegelt. Okay, plus 11 haben wir hier erstmal. Das ist schon mal ein guter Punkt. Das heißt, wir können hier schon einiges vielleicht erledigen, bevor der andere dort ist. Wir sind auch bald da. So, jetzt wird es allerdings übel. 5000 gegen 12000 mit plus 18. Und die Verstärkung zieht sich noch ein bisschen. Wann seid ihr da? In 15 Tagen. Die Frage ist, halten wir 15 Tage durch? Das ist die große Frage. Plus 9, plus 21. Kommt, 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 kommt. Jetzt kommt die Verstärkung. Aber zahlenmäßig... Ja, jetzt bräuchten wir mal unsere Verbündeten. Aber nein, die marschieren tatsächlich plangemäß dort hinten hin. Das ist ja widerlich. Okay. Das sieht so aus, als ob wir tatsächlich eine blutige Schlacht hier verlieren werden. Ja. Im Prinzip können wir die Flucht antreten. Das ist nicht mehr zu gewinnen. Der kommt nicht mehr rechtzeitig. Ja, puh. Das ist natürlich wirklich bitter. Ich ziehe mich zurück. Die Niederlage ist da. Und tragisch in gewisser Weise, weil wir hier noch nicht mal unseren Kampf kämpfen, sondern den unserer Verbündeten. Aber gut, das wird abgehakt. Für Anthony wird das einfach abgehakt. Männer sind für ihn nur Zahlen. Wir sehen, wie stark England ist. Wir könnten natürlich mit weitaus mehr kämpfen, aber... Auch das ist ein Zahlenspiel gewesen von Anthony. Er dachte sich, naja, warum jetzt hier unsere gesamte Armee ausrufen für diesen Krieg? Man könnte vielleicht überlegen, ob man angesichts dieser Niederlage, ob Anthony sich nicht überlegen wird, was soll's? Warum sollten wir eigentlich diesen Krieg weiter fechten, wenn unsere Verbündeten sich so verhalten? Ja, ich denke, das ist eine rationale Überlegung jetzt an seiner Stelle. Er wird, glaube ich, aus diesem Krieg ausscheiden nach dieser Niederlage, zumal er hier... nebenbei ja innenpolitisch brilliert hat. Befallene Kornspeicher, Ungeziefer, hat mehrere Kornspeicher in Sortavala befallen und die darin gelagerte Saat zerstört. Da sie kein Saatgut mehr für die nächste Ernte haben, bitten die freien Pächter dort mich um Hilfe. Okay. So. Weil wir zufrieden sind, ist ja interessanterweise... Ah, okay. Leibeigene wollen wir... Nee, das passt zu uns nicht. Weil wir gefühllos sind, erbarmen wir uns nicht. Ja. Wir befehlen, dass die örtlichen Priester das übernehmen sollen. Das passt ganz zu ihm. Finde ich gut. Dankbare Freie. Das ist schon sehr in Ordnung. Okay. Ein nächster Champion ist eingetroffen. Ein orthodoxer, guter Kämpfer. Aber da haben wir keine Hemmungen. Der wird rekrutiert. Und haben wir noch einen verpasst? Welches Dynastiemitglied für die angegriffenen König? Der König von Dänemark? Wow! Auch hier geht es darum, dass der Anspruch der Krutheus in Frage gestellt wird auf eines der Königreiche. Und hier ist es... Uiuiuiui. Hier will er das Ganze durchsetzen für... Warte mal, ich muss mal gucken. Für eine Bohuslava... Wer ist denn diese Bohuslava? Ach, das ist auch eine Krutoi. Okay, für diese Dame.
Na gut. Ich sag mal so, da glaube ich, kann er nicht mehr mit der institutionellen Ordnung argumentieren. Das ist dann einfach so, wenn das passiert. Und das ist sogar noch die direkte, unser direktes Haus. Ja, da wird er sich nicht einmischen. Okay. Wir blenden uns an dieser Stelle mal aus, vergessen diese schmählich verlorene Schlacht und freuen uns, dass wir die Lage in Schweden erstmal wieder in Ordnung gebracht haben und schauen mal, wie das jetzt weitergeht. Erstens mit dem Krieg Norwegens und zweitens mit dem Krieg um Dänemark. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.